Möchte bloß wissen, wo der Träger herkommt in unserem Haus. Schlamperei. Aus Paris. Also. Von Helga und Mario. Schade, dass du nicht bei uns sein kannst. Wir vermissen dich sehr. Ist ja gar nicht wahr. Sie lernen ja, wie ihr druckt. Es steht ja gar nicht drauf auf der Karte. Hast du etwas schon wieder rumgeschnüffelt? Alte Spionin? Na, Postkarten kann ja jeder lesen. Außerdem war es sowieso bald rausgefallen aus dem Briefkasten. Na, da wirst du schon ein bisschen nachgeholfen haben. Was gehen dir eigentlich meine Privatangelegenheiten an? So geheimnisvoll war das auch nicht, was auf der Karte gestanden ist. Warum schreibt sie denn überhaupt die Marion? Weil sie Geld will von Erna. Umsonst hat sie nicht die Kontonummer geschickt. Weil ich ihr angeboten habe, sie ein bisschen zu unterstützen. Ich habe nämlich noch ein Herz für die Jugend. Was haben Sie? Ein Herz für die Jugend? Das trauen Sie einer so? Und warum haben Sie dann den Burm auf der Straße zusammengeschossen? Ganz ein gemeiner Kerl sind Sie. Ein ganz ein windiger Ganove. Warten dich, Else. So ein Satz vor Zeugen. Ich bring dich vor den Kadi. Dich und dein böses Schackmaul. Sie, Bessi, der uns für Feinde der Reduzen. Ich sage nur die Wahrheit. Werden wir schon sehen, was rauskommt bei dem Prozess. Gefängnis ist ja für einen, wie Sie sind noch viel zu wenig. Warum schreist du denn so, Else? Ach, dieser Kerl da, der will mir das Maul verbieten. Er sagt, er will mich utzern, er schon. Halten Sie sie bloß zurück, sonst garantiere ich für nichts. Sie, ich hab keine Angst vor Ihnen. Sie wollen mir drohen. So einer wie Sie ist ein Schand für jedes anständiges Haus. Anständig? Dass ich nicht lache. Ein Haus von Ehebrechern und Schwulen. Und lauter alten, intriganten Weibern. Ihr gehört mal anständig aufgeräumt. Rausgeschmissen's Kerns. Und dafür werde ich sorgen. Sie, der mich nimmer. Und sagen Sie nicht. Jetzt hat doch endlich den Mund, Else, wenigstens vorfallen. Sie hat doch den Staat beschissen um Tausende von Mark. Das würde sich ja aufspielen als Ordnungswidrig. Ja, bitte ich. Oh, Sie kommen gerade recht, Herr Doktor. Sie können gleich eine Anzeige aufsetzen gegen diese alte Kuh. Für mich ja. Wegen Beleidigung. Bitte mäßigen Sie sich, Herr Wittig. Das wird dazu nichts kommen. Also, du hörst noch von mir. Aber schriftlich.